Hey, hier ist Horst Ritzel für euch. Und zwar heute sind wir bei The Hole. Ich bin unglaublich gespannt, wie die Show wird. Und ich treffe gleich Tom Gerhardt. Du spielst einen Spanier, der das durch die Show moderiert. Ja, bei The Hole spiele ich einen Spanier, der in Deutschland lebt und darum aber trotzdem Deutsch spricht, aber auch ein bisschen Spanisch spricht, ja. Und das ist die heißeste Sau, muss ich sagen, die Spanien nach Deutschland jemals gebracht hat. The Hole. Okay, bei The Hole, was erwartet die Zuschauer? Das ist die verrückteste, abgefahrenste Party seit Rocky Horror Picture Show mit völlig durchgeflippten Burlesque-Künstlern, mit Artistik, mit Show, mit Musik und auch ein bisschen mit mir. Sí, hombre. Und das kann man kaum beschreiben. Es ist einfach Party, Party, Party und vollkommen durchgeknallt. Ich weiß, alle, die drin waren, sagen, man kann das nicht beschreiben, aber es ist geil. Du hast mir gestern in der Bar gesagt, dass das die Frauen wuschig macht. Und wenn man mal hier guckt, so, dann ist es auch sehr, sexuell aufgemacht, das Ganze. Glaubst du, macht die Frauen denn wuschig da? Also es ist immer so, ja, wir haben, wäre das hier weg, hier vorne, die Trennwand, da würde man sehen, da sitzen überall schöne Männer. Muskulös andalusische Hengste, möchte ich mal sagen. Oh, okay. Nein, es ist alles, es dampft, es ist erotisch, aber es ist auf eine lustige Art erotisch. Das heißt, was die machen, ist nie Porno, aber es ist komisch, aber es ist auch sehr sexy. Die Mädels, muss ich sagen, gehen ganz speziell drauf ab. Die Jungs aber auch. Ne? Man hat ja gesehen, hier gibt es für die Jungs auch was zu gucken. Aber ich glaube, am meisten macht die Leute an, dass das Ganze irgendwie mit Komik gemixt ist. Es schwebt bei uns Pony Loco durch die Lüfte. Okay. Da drüben ist. Pony Loco ist, sieht aus wie ein Engel, ne? Also ein. Das kann man jetzt nicht gerade sagen. Ein Engel ist er genau nicht. Er ist ein Monster. Ach, er ist ein Monster. Es gab diese eine sehr weiblich, also mit sehr weiblichen Rundungen ausgestattete Dame, die so ein bisschen wie so ein blonder Rauschengel. Das ist Marilyn Monroe, aber das ist eine, das ist Dinya, das ist eine Künstlerin, die wirklich ziemlich beleibt ist und trotzdem am Trapez ihre Kunststücke macht, sehr einzigartig, weil das sieht man selten, dass eine relativ dicke Frau sich übers Trapez schwingt. Also es war für mich das erste Mal. Und für mich war es auch das erste Mal, dass ein lustiges Sexmonster ins Publikum springt und sich meinetwegen einem älteren Herrn vergreift, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Oh. Aber auch meine junge, hübsche Frau. Kann jedem passieren. Also Matt, The Hole ist auf jeden Fall so ein kleines Geheimnis. Für was steht denn jetzt dieses The Hole? The Hole ist also jetzt nicht das, was man vermuten könnte. Dass so es Glory Hole oder sowas habe ich schon gehört. So als ja, Ding. Natürlich. Aber es meint eher die Öffnung zu einer anderen Welt. Also der Durchgang zu einer verrückten Crazy World. Ne? So könnte man es nennen. Okay. Was macht diese Welt jetzt so besonders crazy? Also man sieht hier schon so bei dir in der Maske sieht man hier diese Rattenmasken irgendwie, die hängen auch vorne vor der Tür. Ja, die Ratte spielt eine große Rolle. Ich bin der Master of Ceremonies. Wenn ich gleich fertig bin, sehe ich natürlich viel anständiger aus als jetzt. Und der Master ist völlig durchgeknallt, ein alternder Lebemann. Okay. Alternd, ha. ist aber leider so. Und der hat alles erlebt. Der hatte alle Frauen, der hatte alle Jungs, der hatte alle Männer, der hatte alte Transvestiten, Transsexuelle, alles durchgemacht. Und jetzt hat er sich in eine lebendige Ratte verliebt, die auch in der Show auftritt. Ramona. Mi Ramona, pequeñita, tucita, lindita. Man sieht hier auch einen Liebesbrief, ne? Von mein geliebter Tom, ich freue mich auf eine tolle Premiere mit dir. Du wirst gleich dabei sein, bei denen, die jetzt zum ersten Mal da in das Hole hineinschlüpfen und denken, was passiert hier überhaupt? Was geht hier überhaupt ab? Okay, klar, bei der Premiere hatten wir das ganze Zelt voll geladen gegessen, aber der normale Mensch auf der Straße hat die Plakate gesehen, weiß aber noch nicht, hey, was soll das eigentlich alles mit zur Hole, ne? Also alle kenne ich damals noch irgendwie aus deiner Rolle als Hausmeister Krause, was wirklich der
Was einfach so eine Kultfigur schlechthin war. Und ich merke, du gehst jetzt in seiner neuen Rolle voll auf. Also sozusagen vom Dackel zur Ratte, würde man sagen. So. Sehe ich schon. Der erste Rattenclub e.V. Ne? Alles für die Ratte. Spanisch-Kalka-Rattenclub e.V. Sie können noch Mitglied werden. Gucken Sie mal hier bei der Hohe, ja? Also, so spreche ich ja gar nicht in die Sau. Große Empfehlung, The Hole mit Tom Gerhardt. Wir schauen jetzt mal rein. Ah, mein Name ist Vanilla. Vanilla. Awesome. Oh, yeah. Yeah, what's your favorite part of the show? Can you see this? Ooh, the color. Oh. Yeah. The color part, I liked it very much, it was awesome. Yeah, I'm the girl of the painting. Samstag, den 11.06. habt ihr noch Zeit. Da haut die Spanier wieder ab.